Hi, hier ist Kamal von TechStage und ich bin gerade hier bei Withings, dem Experten für Connected Health. Das Unternehmen aus Frankreich hat hier auf der CES 2016 einen Schläfenthermometer mit WLAN-Funktion präsentiert. Es trägt den Namen Withings Thermo und kommt in der Farbkombination Grün und Weiß. Mithilfe von 16 Infrarotsensoren misst das Thermo die Körpertemperatur direkt an der Temporalarterie an der Seite des Kopfes und ermöglicht so eine schnelle, genaue und nicht in die Körper eindringende Messung. Laut den eigenen Angaben soll diese Vorgehensweise die aktuell neueste, hygienischste und zuverlässigste Methode für die Fiebermessung sein. Die Anwendung des Thermo dauert 2 Sekunden und erfordert weder einen Scanvorgang noch Bewegung. In wenigen Augenblicken werden 4000 Messungen vorgenommen, die im Nachhinein von einem Algorithmus korrigiert werden. Für die genaueste und zuverlässigste Temperaturanzeige nimmt dieser dann den heißesten Punkt. Das Thermo überträgt die Ergebnisse über WLAN oder Bluetooth an einem Smartphone und synchronisiert alle Daten. Über die App können Fieberverläufe für mehrere Nutzer kontrolliert und nachverfolgt werden. Außerdem können Krankheitssymptome oder die Einnahme von Medikamenten eingetragen werden. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, einen Datenaustausch mit einem Hausarzt zu aktivieren. Das Thermo kommt im ersten Quartal 2016 auf den Markt und wird 99 € kosten. Die entsprechende App wird es für Android als auch für Apple geben.